Okay, alle raus. Heute noch, wenn ich bitten darf. Raus! Komm raus! Sie wird übrigens von Lara Loft gesprochen, also sie hier. Wer sie kennt, Lara Loft, ne? Die streamt ja auch hier ab und zu. Der Iran hat jetzt Raketen amerikanischer Bauart. Amerikanische Waffen in Al-Katalas Händen. Hassan verteilt einfach so unsere Marschflugkörper wie Bonbons an Halloween. Und wir kriegen das nicht mit? Gib dem Iran glaubhafte Abstreitbarkeit. Abstreitbarkeit am Arsch, das ist die Handschrift vom Iran. Und ich will wissen, wie viele sie haben und wo sie sie einsetzen wollen. Wenn Hassan Raketen verschiebt, dann mit einem Partner. Nun, dann wäre es vielleicht klug zu wissen, wer das ist. Mein Team braucht 2 Stunden für die Raketen, Sir. Dann kenne ich jeden, der sie jemals berührt hat. Negativ. Sie werden zerstört. General, das sind wertvolle Daten. Das ist ein Geheimdienstversagen, Laswell. Es wird kein taktisches werden. Da werden 500 feindliche Soldaten vor Ort sein, wenn die Sonne aufgeht. Wir haben keine Zeit. Gold Eagle hier an Ghost. Evakuieren und Beschuss anfordern. Diese Waffen werden zerstört. Alles klar, Kommando. Amsterdam. Was zur Hölle hat Amsterdam damit zu tun? Ein Umschlagplatz für Schmuggler. Häfen und Kanäle sind ungesichert. Der Iran hat dort Freunde. Und wir auch. Wen? Den Captain. Er verfolgt eine Al-Katala-Zelle in diesem Moment. Und ich dachte, sie bringt mir heute nur schlechte Nachrichten. Ich kontaktiere ihn und kümmere mich darum, Sir. Kate Laswell wieder im Einsatz? Ich will das vom Tisch. Ohne Fehler. Sehe ich genauso. Kate, ich will den Kerl mit Schleifchen als Geschenk verpackt. Und bis dahin bleibt das unter uns. Natürlich, Sir. Ja, die Inszenierung, Marco, ist wieder à la Bonheur. Amsterdam, yeah, wupp, wupp. Wann bist du da? Knapp 1 Stunde. Wo bist du jetzt? Kanal, unter einer Brücke. Beobachte ein Al-Katala-Boot. Befördert es einen Raketencontainer? Negativ, das hier nicht. Hoffentlich führt es uns zu dem mit der Ladung. Ich melde mich. Gas. Alles klar? Bereit, Captain. Folgen wir ihm. Oh yeah. Der kann seine Mütze auch nicht abziehen, ne? Garrick. Alles klar, Laswell in Position. Okay, John. Was hast du? Al-Katala belädt hier ein Frachtboot. Das ist das Ziel. Geht an Bord und findet raus, mit wem sie arbeiten. Roger. Das Gelände wird bewacht. Ja, hier sind lauter Wachen an den Docks. Ihr müsst sie beseitigen und euch zum Boot begeben. An die Arbeit jetzt. Ende. Okay, trennen wir uns. Ich übernehme draußen. Du sicherst die Docks. Schön leise. Jetzt weißt du auch, Margo, was... Dein Boot. Check. Dann los, Cap. Was der Dachshund in Holland gemacht hat, ne? Nix hier, Spaßurlaub und so weiter. Der hat hier die Al-Katala infiltriert. Oh, guck mal, was ist Wasser hier? Oh, guck da mal das Wasser hier an. Gut gemacht, Bob. Kämpfer, die noch leben können, Ärger machen. Leise ausschalten und zum Boot vorarbeiten. Erledigen wir das. Das hat ja super geklappt. Gute Arbeit, Sergeant. Habe ich noch ein Wurfmesser? Muss ich aber tauchen. Habe ich keine Wurfmesser mehr? Habe ich sie jetzt alle hier? Da ist ein Patrouillenboot im Hafen. Und schau dir. Oh, mit Zwieback. Wo ist denn noch eine? Da war doch noch eine.
Hab's mal wieder voll verrafft. Bin oben. Bleib nicht zu lange da oben. Ja und wieso? Warum nicht? Hier irgendwo hoch? Das hätte anders laufen können. Tauch runter, dann verlieren sie dich. Hinter dir sind Wachen. Umkreis sie und hol sie dir. Anscheinend haben sie dich verloren. Nicht unvorsichtig werden. Lagebericht. Arbeiten uns zum Boot vor. Unsere Stadt Nakatal auf See. Geht so schnell wie möglich vor. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit, John. Aua! Ah, cool, das wäre auch gegangen. Ja, nice. Hätte ja mal einer sagen können. Sie scheinen dich verloren zu haben. Immer wachsam bleiben. Sie haben dich entdeckt. Ich hab's Boot abgestochen. Muss jetzt eigentlich schon der gehen. Akatala hat noch ein Patrouillenboot. Hol es dir. Wo? Ah. Komm schon. Wo ist der? Hallo? Ja genau, Marco, wie geht's dir denn? Geht's dir wieder ein bisschen besser oder immer noch scheiße? Scheiße. Ach, ist doch kacke. Das hätten wir besser lösen können. Oh, shit. Ja gut, das war gar nicht mal... Da können wir nochmal von vorne anfangen, weil das war... Irgendwie haben wir einen Scheiße. Genau, das ist super. Jetzt wissen wir da mehr. Noch einer beim ersten Pier. Ausschalten. Roger. Ah, da ist der. Kämpfer, die noch leben können, Ärger machen. Leise ausschalten und zum Boot vorarbeiten. Erledigen wir das. So.
Erstmal weiter gucken. Da ist ein Patrouillenboot im Hafen. Den? Bleibe unentdeckt. Ich seh's mal wieder nicht. Ich glaube, da war ein Hai. Ah, da, okay. Gas, alles klar? Ging nie besser, Boss. Wo ist das Patrouillenboot? Ah, ja. Okay. Komm mal. Wo müssen wir uns kümmern? Mal wieder hier vorbei. Einer weniger. Gut gemacht, Mann. Watcher 1 an Bravo. Lagebericht. Arbeiten uns zum Boot vor. Wir starten Akatan auf See. Geht so schnell wie möglich vor. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit, John. Bin oben. Bleib nicht zu lange da oben. Da lebt noch einer. Geh zurück und hol ihn dir. Was? Sicher alle Docks. Hier muss alles sauber sein. Wo? Wo lebt noch einer? Der lebt nicht mehr. Ah, da vorne. Okay. Döde. Döde. Scheiße. Ja. Alcatala erledigt. Sehr gut, Gas. Oder das Matrouillenboot? Da sind wieder Waren, glaube ich. Nee. Gas, nimm dir das Patrouillenboot vor. Ausschalten, falls möglich. Roger. Hä? Aua! Wo ist denn da noch einer, hä? Okay. Oh, shit, shit, shit. Kommen wieder einige wieder. Wo ist der? Ah, okay, den hol ich mir. Den hol ich mir. Taler erledigt. Gut gemacht, Mann. Ja. Renny! Grüß dich.
Bleib doch mal da. Oh shit. Ja, toll. So wollte ich das nicht. Okay. Guck, guck. Ganz klares Wasser, ja, richtig. Ich glaube, wir haben. Oh, da sind wieder welche. Aufgeschreckt. Gas, bin beim Frachtboot. Komm her, sobald du kannst, aber bleib wachsam. Wie geht's? Oh. So, ich soll wieder zurückkommen? Nee. Scheiße. Den Navy Seal Simulator, ja. Hätte ich aber besser lösen können jetzt. Ach, Kacke. Ah, das war. Sicher. Ah. Sicher. Das war ein Kollege. Gehen wir an Bord des Boots. So. Übrigens. Guten Morgen. Grüß dich. Der Kaffee schmeckt nur so gut, weil er aus dieser Tasse kommt. Erstmal alles abstechen, danach kann man immer noch gucken. Bei Freundin Feind ist richtig. Roger. Ende. Hör mal. Spanisch. Klingt ganz so. Spanisch. Was will Abajo, will arriba? Mei. Ist das eine drastische. Achso, Entschuldigung, Granny. Scheiße, habe ich nicht gesagt. Jetzt ist er bestimmt traumatisiert. Ich muss dich darauf hinweisen, dass hier in diesem Stream zu drastischen Darstellungen von Gewalt kommen kann. Ich hoffe, das hatte ich jetzt nicht verstört. Weil das genau das kam, bevor ich jetzt die Story gemacht habe. Sieh mal, Las Almas, mexikanisches Kartell. Was verdammt machen die hier? Las wohl. Oh, Donny! Transport. Gib mir einen Namen, John. Moin! Las Almas. Hassan arbeitet mit den Narcos. Moment. Hey. Der Kahn ist vom Kartell. Was ist denn hier los? Aha, guck mal da. Mischka, die haben's Partypulver. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ehrlich, oh, das ist ja mal gar nichts für mich. So kurz vor Weihnachten möchte ich das nicht, Lautschmer. Ja, hast recht. Hätte ich das gewusst vorher. Die haben die ganze Zeit Partypulver gehabt. Her damit, ja. Guck dir das mal an.
Hey. Mehr Kartell. Ach, guck mal da hier. Kann man mal machen, oder? Kann man mal machen. Von Saint-Tropez bis Berlin dreht es sich um Kokain. London, Wien, Ecstasy. Diese Welt ist so verliebt. München hat schon seit Jahren einen Leberschaden, den man ignoriert. Und München, an jedem Abend gibt es Skandale. Ich werde zählen. Von Saint-Tropez. Partypulver? Scheiße, Mann, ich bin durch. So, jetzt ist oben mal der Door. Sicher. Sein Telefon. Nimm es. Telefon? Albrecht! Wuhu! Danke für dein Lurk. Das Kartell trifft sich mit Alcatala. Laswell, such Café Gracht. Irgendwas passiert da gleich. Wann? Eine Stunde. Ja, gleich kracht's im Café Gracht.